Fall-Ja-Challenge. Die Lore, die ich mir dazu ausgedacht habe, der erste Charakter, mit dem wir hier angefangen haben, ist Jasmin. Ne, Jasmin ist eine Dame aus reichem Hause, quasi ein Kind aus einer Glitzerwelt. Ne, wir spielen hier auf einer Rimworld. Letzten Endes ist es eine Außenwelt am Rande der Galaxie, beziehungsweise der, wie soll ich sagen, der Zivilisation. Und sie kommt halt von einer sogenannten Glitzerwelt. Da leben die Leute in Saus und Braus. Ne, da gibt es nur die beste Medizin und die besten, weiß ich nicht, nur Luxus. Und von da kommt sie halt, hat zu den oberen Tausend gehört und hat ein Leben in Saus und Braus gelebt. Und dementsprechend ist sie den Drogen nicht abgeneigt. Ne, wir spielen hier mit dem neuen DLC mit dem Namen. Ideology. Und da kann man sich jetzt seine eigene Ideologie zusammenbasteln. Und deswegen ne, mag sie das berauschte Leben. Und da hat sie sich gedacht, sie möchte gern was verändern. Und deswegen setzt sie sich für die Rechte der Tiere ein. Und dann ist sie hier mit dem Szenario reicher Entdecker abgestürzt. Ne? Sie hat sehr viel Material mitgebracht, aber trotzdem hier alleine angefangen. Auf dieser Rimworld ne, will sie jetzt was verändern in der Welt da draußen. Und das Problem, was Jasmin hat, ne? Die Jasmin, sie kann zu allem nur Ja und Amen sagen. Sie ist quasi sehr naiv aufgewachsen. Deswegen kann sie keine Bitte abschlagen. Und deswegen spielen wir hier das Szenario, dass wir jede Quest annehmen müssen. Und da wir mit Randy Random spielen, ist es halt eben, naja, ich sag mal, es ist sehr, sehr beliebig, was für Quests hier ankommen. Und deswegen entsteht halt eine sehr, sehr interessante Story, die wir hier spielen. Randy Random ist der Geschichtenerzähler, der wirft uns dann immer Quests an den Kopf. Und da ich das, wie gesagt, alles annehmen muss, ist hier eine Menge Krawall und Remi-Demi unterwegs. Und das ist so ein bisschen die Ja-Challenge, ne? Das machen wir hier. So, Glückwunsch nochmal zu dem Häkchen. Vielen Dank, Jiggy. Danke dir. Sieht ja richtig gut aus in der Kolonie. Ja, doch. Doch, doch. War gerade dabei, mir das erste Video anzuziehen. Jasmin ist weit gekommen. Ja, kann man so sagen. Aber das liegt natürlich daran, der Eindruck täuscht. Ne? Wir haben jetzt immer sehr viele Gäste. Ich muss ja alles annehmen. Deswegen, wenn hier ab und zu mal ein paar Leute hilfesuchend reinkommen, die entweder Geld von mir haben wollen oder bei uns ne, unterkommen wollen, weil sie irgendwie von ihrer Heimat vertrieben wurden, dann sage ich natürlich zu allem ja. Das würde ich halt vielleicht sonst nicht machen, weil sich das halt unter Umständen ein bisschen negativ auswirkt. Es kann halt auch Probleme geben, immer hilfsbereit zu sein in der RimWorld. Das ist nämlich eine sehr, sehr harte und grausame und brutale Welt, in der wir hier leben. Und ja, deswegen, ne, das sind jetzt zum Beispiel vier Gäste, die wir haben, die verschwinden dann auch wieder. Aber nichtsdestotrotz sieht es ganz gut aus. Das Spiel wird ja immer komplexer. Ich glaube, da finde ich nie einen Zugangspunkt. Es gibt jetzt, wie gesagt, ein neues DLC. Das ist jetzt seit 2, 3 Wochen auf dem Markt. Na, hier sieht man dann, das ist so eine Art Religion, könnte man sagen. Ne, Ideologie halt eben. Mit Glaubensgrundsätzen und sowas. Also wir dürfen jetzt hier zum Beispiel keine Tiere schlachten. Das ist strengstens verboten. Für uns haben die Tiere dieselben Rechte. Und wir spielen hier so eine Art Hippie-Kommune, könnte man sagen. Ne, wir stehen zum einen halt auf berauschtes Leben, also auf Drogen. Drogen sind bei uns gang und gäbe. Gibt keine Verbote. Ganz im Gegenteil, die müssen das sogar einnehmen. Ansonsten wären sie unglücklich. Wir dürfen keine Tiere schlachten. Ne, wie gesagt, Drogenkonsum ist essentiell und unschuldige Tiere töten ist grausam. Das heißt, wenn ich jetzt anfange und hier Tiere anfange zu jagen und zu töten, dann kriege ich halt von meinen Kolonisten ordentlich auf den Deckel, weil die wollen das halt nicht. Und na, gleichzeitig kann man auch dann jetzt noch viele andere, ne, Glaubensgrundsätze hier gründen. Zum Beispiel, das hier sind sowas wie, ne, die haben hier so eine Art Männerkult gegründet. Da haben halt Männer sehr viel mehr Rechte. Ne, ihr seht schon, die können sich hier so ein kleines Harem gründen. Die wollen alle unterwerfen, unterjochen. Dann haben wir bestimmt noch ein paar Kannibalisten dabei. Ne, hier die haben dasselbe Problem, was wir mit den Tieren haben. Die beten zum Beispiel Bäume an. So. Nudismus, ne, die wollen alle nackt sein. Und auf diese Art und Weise kannst du dir halt so deine eigene Glaubensrichtung da zusammenbasteln. Hier haben wir Transhumanisten, ne, die stehen halt brutalst auf Technik, die wollen sich selber Körperteile ankleistern, bionische und elektronische. Und deswegen, das macht ja quasi den Wiederspielwert noch sehr viel höher, weil dann jeder Run wirklich noch spezieller und noch anderser ist als quasi sowieso schon. Aber das muss man ja auch erstmal nicht spielen, Shaggy. Man kann das ja auch erstmal weglassen, das DLC. Also, alle Quests außer jede siebte, genau. Da sagt sie auch mal nein, richtig. Das ist quasi so ein bisschen der Randy-Faktor da drin. Das ist so ein bisschen der Randy-Random-Faktor da drin. So, Darkrai, grüß dich. Hallo Pizza, hallo Welt. Lass dir schmecken, wenn du Pizza isst. Aber die Drogen haben die doch Grenzen. Haben doch Grenzen. Nicht wirklich, nee. Also die wollen halt ein berauschtes Leben führen. Das heißt für uns, dass die alle 3 oder 4 Tage, glaube ich, also es sind halt auch sehr viele Rauschmittelfaszinierte dabei. Na, haben wir jetzt mal ein Beispiel hier. Rauschmittelinteresse. Also die würden sich das sowieso reinziehen. Ne? Denen kann ich das auch nicht verbieten. Ich kann ja hier durchaus sagen, wir haben ja hier unter Zuweisung so eine Art Drogenplan. Und ein paar Leute kriegen ja auch keine Drogen. Das sind zum Beispiel unsere 3 Gäste, die wir hier aktuell haben. Aber ich könnte denen jetzt auch die Drogen verbieten und die würden sie halt trotzdem nehmen. Ne? Also das ist halt dieses Rauschmittelinteresse.
durch unsere Ideologie, die wir jetzt zusätzlich haben, verlangen die das halt noch mehr. Und ich muss halt schauen, dass das halt nicht überhand nimmt. Ne? Wir haben jetzt ein, zwei Abhängige dazu bekommen. Ich glaube, wir hatten hier zuletzt noch unsere Invisible. Ne? Das ist ja unsere Titelträgerin. Wo ist denn die gerade? Habe ich die eingesperrt schon? Hier ist sie. Ne? Die Invisible, die hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Dann hat sie halt, ist sie auf also einen Drogenbinge. Also ne, die wollte dann halt sich Drogen reinhauen ohne Ende. Und daraufhin ist sie jetzt abhängig geworden. Das heißt, die Abhängigkeit, die müssen wir bei ihr dann tatsächlich dann wieder rausbekommen. Weil ansonsten kriegt sie irgendwann natürlich schwere körperliche Probleme. Ne, von Organversagen bis weiß ich wohin. Deswegen, wir müssen das, also das ist tatsächlich nicht so einfach, das zu kompensieren. Also auf der einen Seite haben die natürlich alle gute Laune hier, ne, weil sie ständig einen reinpfeifen. Auf der anderen Seite sind natürlich regelmäßiger Drogenkonsum, muss ich euch nicht sagen. Ne, Drogen sind tatsächlich nicht so gut, weil das gedacht. Dementsprechend, ja, müssen wir das halt quasi beschränken. Ne? Es darf nicht jeder das reinhauen, was er möchte. Festex, grüß dich. Man muss da schon so ein bisschen mit Plänen arbeiten. Fisaya, schön, dass du reinschaust. Die würden sich das sowieso reinziehen. Ja, ist leider so. Aber wir müssen halt schauen. Es gibt halt auch ne, Drogen hier, die sind weniger schlimm. Und es gibt Drogen, die sind richtig hart. Und diese Drogen muss ich dann halt vor denen vielleicht wegschließen. Vielleicht lieber. Ne? So, Auron möchte uns ein bisschen auf der Harfe spielen. Was hast du da eigentlich an, sag mal? Eine Plattenrüstung aus Stahl und einen Schutzhelm aus Stahl. Das ist quasi so ein Michelin-Männchen aus Stahl, was hier rumläuft. So, hier düst wieder der Mähdrescher durch. Die Rumble Streams, die ich kenne, sind alle hilfsbereit. Ja, das stimmt, ne? Also wenn du da reinschauen willst, ist wie bei Satisfactory wahrscheinlich. Da gibt's, wie ich gehört habe, auch sehr viele hilfsbereite Streamer. Unter anderem den Triggy. So. Aber ja, es ist schon auf jeden Fall, man sollte sich da erst ein bisschen was zu anschauen. Eines Tages wird es geschehen. Das sage ich auch immer zu Satisfactory. Eines Tages wird das geschehen. Das ist ja wie im echten Leben. Drogen sind verboten und die Leute nehmen es trotzdem. Krass, wie viele Details die Entwickler gedacht haben. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, ne? Das ist jetzt, also jeder Charakter, den wir hier haben, der hat seine eigenen Bedürfnisse, der hat seine eigenen Merkmale. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, ich pick mal irgendwas raus. Wir haben jetzt hier den Oscar zum Beispiel. Der hat jetzt ein unter den Merkmalen Rauschmittelinteresse. Der ist aufreibend und hat eine nervige Stimme. Und das ist neben den Fertigkeiten, die mitbringen, halt so eine Art eigene Persönlichkeit. Ne? Es gibt auch zum Beispiel Leute, die haben überhaupt gar keinen, also die sind Abstinenzler, ne? Die haben überhaupt gar kein Interesse an Rauschmitteln und dementsprechend lehnen die das alles ab. Also für uns in unserer Ideologie, wenn ich jetzt einen Abstinenzler aufnehmen würde, wäre das ein großes Problem, weil der hat dann halt natürlich einen Glaubenskonflikt. Also auf der einen Seite, ne, wenn ich den zu unserer Religion halt, also zum Credo des Aratrak quasi überrede oder überzeuge, dann will er auf der einen Seite halt Drogen nehmen, aufgrund seines Glaubens, aber auf der anderen Seite, aufgrund seiner Überzeugung, ist er Abstinenzler. Und deswegen, da können halt interessante ne, Dinge passieren. Die haben halt alle ihren eigenen Kopf. Und dementsprechend, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Oscar die Drogen verbieten würde, der ist gleichzeitig auch noch aufreibend, dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass er Leute dann einfach zusammenschlägt, aufgrund von Frust, ist relativ hoch. Und wenn ich ihm sage, du kriegst keine Drogen, aber er hat ein Interesse daran, dann schlägt halt das Aufreiben durch und dann gibt's hier Schlägerei. Normalerweise gammel ich immer im Lurk, aber ich dachte, ich sag mal Hi. Hab heute leider nicht so viel Zeit. Das macht doch nichts. Freue mich immer, wenn ihr reinschaut. Interessanter Interessenskonflikt. Ja, deswegen sollte ich das halt vermeiden. Ne? Deswegen muss man stark aufpassen, wenn man sich hier Gefangene macht. Das ist unser Gefangener, der Nightbot. Der soll dann natürlich nach Möglichkeit irgendwann auch Teil unserer Kolonie werden. Da muss man halt immer aufpassen, was der halt für Merkmale mitbringt. Und der ist jetzt zum Beispiel Psychopath und blutrünstig. Den habe ich mir ganz besonders deshalb reingeholt, weil wir ein sehr großes Leichenproblem haben. Wenn die Pons, so heißen die hier, die Kolonisten, wenn die Leichen sehen, dann kriegen die halt einen Nervenzusammenbruch, auch wenn sie sie vorher selbst produziert haben. Und deswegen, irgendjemand muss man den riesen Leichenberg hier oben wegräumen. Und deswegen habe ich mir einen Psychopathen reingeholt und einen Blutrünstigen gleichzeitig. Also den kratzt das nicht, wenn der Leichen sieht. Ne? Der fühlt sich dann wohl, umgeben von Leichen. Deswegen ist er ja ein Psychopath. Und deswegen ist das wie so ein bisschen Puzzeln, was wir hier machen. Sogar Gato ist verwirrt. Er geht verwirrt umher. Okay, das ist in Ordnung. Vielleicht nicht hier draußen, Kakato.
So, im Großen und Ganzen, wir schauen mal kurz rein, wo ich da zuletzt stand. Denn, wie gesagt, es geht ja hauptsächlich hier um Quests. Ich glaube, ich habe gerade nichts aktiv, außer das große Bauwerk, das Fantastische. Da bekommen wir ein sehr, sehr tolles Persona-Monoschwert. Das ist eine ganz besondere Waffe, die hat eine eigene Persönlichkeit. Und die gibt uns, die ist tötungsfokussiert. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Wesen da töten mit dieser Waffe, dann bekommen wir 20 Psy-Fokus. Psy-Fokus ist sowas wie das Mana hier in dem Spiel. Also wir haben Psy-Wirker, die können, je nachdem wie stark sie sind, das ist sowas wie Zauberer, die können dann eben sehr, sehr starke Fähigkeiten quasi raushauen und die kosten Psy-Fokus. Das heißt, wir sind ganz besonders gierig auf diese Waffe, denn ein guter Psy-Wirker im Nahkampf, der so ein Monoschwert dabei hat, der ist sehr, sehr stark. Deswegen freuen wir uns da drauf und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir das Denkmal hier vorher abschließen. Dafür bekommen wir das als Belohnung. Das wird bestimmt auch gleich noch bearbeitet. Ich schaue mal, ob da auch alle in die richtige Zone, in der Zone sind. Scheint aber so. Und ja, ne, dann warten wir mal, was Randy heute so für uns quasi, naja, vorgesehen hat. Wir haben auch, wie gesagt, noch ein paar Gäste hier, die müssten dann wahrscheinlich auch irgendwann gehen. Hoffe ich einfach mal, weil wir sind eigentlich ein paar viele. Ich habe gar nicht genug Essen für die alle. Hier, die notleidenden Reisenden. Die reisen in 4,3 Tagen ab. Wir hatten, glaube ich, die Teil oder die Olive. Irgendeiner von denen wurde auch noch abhängig von Drogen. Ne, wir hatten auch die Krippe hier zuletzt noch. Die sind auch alle knapp davon gekommen. Ja, hier, ne. Margarita hat sich tatsächlich auch eine Psychizucht angelacht. Dementsprechend ist das natürlich schade, aber die geht wieder. Was uns halt stört, ist die Invisible. Das ist mehr oder weniger die Anführerin hier, unsere Titelträgerin. Die trägt den Titel inzwischen Prätorin, glaube ich. Richtig? Ja, sie ist Prätorin und dementsprechend ist sie halt ganz besonders wichtig. Aber wir müssen sie wahrscheinlich trotzdem gleich einsperren, damit halt, damit sie ihre Sucht los wird. Was leuchtet da so grün? Was ist da eingemauert? Das ist eine Energiezelle. Ja, die gibt uns quasi 400 Watt. Da siehst du es. Ohne dass wir dafür was machen müssen. Das ist quasi Alien-Technologie. Die haben wir uns erbeutet. Von den Mechanoiden, das sind diese Kampfroboter, die uns ab und zu mal angreifen. Von denen haben wir uns so eine Zelle erbeutet. Und die gibt uns jetzt Strom frei aus. Aber wenn die Entwickler so weitermachen, übernehmen die Pons die Menschheit und dann die Weltherrschaft. Das kann schon sein, ja. General Tic-Tac, grüß dich. Die sind aber zart beseitigt. Ja, also das... Das ist tatsächlich einer der Kritikpunkte, die ich durchaus auch äußern würde an RimWorld. Die sind halt, das Bedürfnissystem ist halt relativ, wie soll ich sagen, es ist nicht ganz so ausgewogen, wie es sein könnte. Auf der einen Seite haben die alle keinerlei Probleme damit, Menschen zu erschießen. Ne? Also wir werden hier sehr oft geradet, also sprich von Menschen angegriffen, die halt unseren Reichtum haben wollen. Da haben die allesamt kein Problem damit, diese Menschen zu erschießen, also quasi Tote zu produzieren. Wenn es dann aber darum geht, Tote sich anzugucken, weil die halt eben weggeräumt werden müssen oder sowas, dann ist das was anderes. Genauso gut haben die zum Beispiel weniger Probleme damit, wenn sie über Jahre hinweg mit einem Kolonisten Seite an Seite leben und der dann stirbt, dann ist das halt minus 6. Auf der anderen Seite, wenn die 4-5 mal hintereinander beleidigt werden, dann kriegen sie eine minus 30 rein. Das ist leider so, daran muss man sich gewöhnen. Das Moral- bzw. Bedürfnissystem hat halt so ein bisschen, das bringt halt so ein bisschen Balance insgesamt ins Spiel rein. Weil je besser du wirst später, desto höher werden die Ansprüche deiner Leute. Und dementsprechend ist es dann schwieriger, eine gut laufende Kolonie zusammenzuhalten. Das ist halt der Ausgleich dafür, dass du irgendwann sehr stark wirst. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Kämpfer-Elite hier vorne. Das sind alles sehr, sehr gute Schützen. Mit richtig guten Waffen, automatischen Waffen, Panzer, ne, rüstungsdicht bringende Waffen. Und wenn du halt so eine Gruppe hast, dann kann der von den Feinden halt nicht mehr wirklich was gefährlich werden. Und als Ausgleich dafür haben diese Leute dann einfach gewisse Ansprüche. Und deswegen gibt es halt ein sehr, sehr ausgefeiltes Bedürfnissystem. Damit da halt so ein bisschen Balance reinkommt, ne? Denn, wie gesagt, wir haben den hier durchaus Luxus und Reichtum, geben wir ihnen. Und dann dementsprechend steigen dann natürlich auch die Ansprüche. Folterkammer hast du schon? Nee, habe ich nicht. Foltern ist auch bei uns in der Religion nicht vorgesehen. Ich darf noch nicht mal, wir haben bei den letzten Gefangenen, wir hatten jetzt für, wer war das? Invisible, ne? Invisible hatte Asthma in beiden Lungen. Und deswegen sind wir hingegangen und haben zwei Gefangenen jeweils einen Lungenflügel entnommen. Also quasi, ne, haben wir ein bisschen Organentnahme betrieben und haben die dann letzten Endes der Invisible eingesetzt. Dementsprechend hat sie jetzt kein Asthma mehr. Aber ich glaube, wir kämpfen immer noch damit.
Na, hier, die hat zum Beispiel verrottete Leichen gesehen. Wir haben hier bestimmt irgendwo Körperteile entnommen. Oder ist das inzwischen raus? Wurde eingesperrt. Wir haben aus Versehen ein heiliges Tier getötet. Ich weiß gar nicht, was hier alles. Ich glaube, das ist inzwischen raus. Also auf jeden Fall hatten wir auch riesengroße Einschränkungen, weil wir halt Gefangene schlecht behandelt haben, weil wir ihnen Organe entnommen haben, auch wenn die danach wieder gehen durften. Deswegen, ich muss mit Gefangenen sehr vorsichtig sein. Die sind hier leider, ne, ist halt eine Hippie-Kommune. Harichan ist katatonisch, weil eine pelzige Skulptur fehlt. Ich wollte mich verarschen, oder? Harichan, was ist hier los mit dir? Katatonisch heißt, der liegt jetzt ein bisschen auf dem Boden rum, ne? Der möchte gar nichts mehr machen. Den müssen wir jetzt sogar retten. Toll. Ich freue mich. Komm mal mit, Harichan. Wirst du direkt eingesammelt und ins Bett geschmissen. Was für ein heiliges Tier war das denn? Das war ein Panther. Panther sind für uns heilige Tiere. Genau wie jede andere Form von Katze. Ich glaube, Hauskatzen auch. Heilige Tiere sind für uns Panther, Katzen, Chinchillas, Yaks und Riesenfaultiere. Die dürfen wir natürlich sowieso nicht töten, aber wenn halt ein Tier stirbt, aus welchen Gründen auch immer bei uns in der Nähe, dann ist das für uns ganz besonders schlecht. Das bedeutet dann, ja, dass wir halt Zeuge waren, dass so ein heiliges Tier gestorben ist. Hallo Betty, grüß dich. Panther und Katzen, das freut mich doch. Ja, das führt halt zu sehr paradoxen Situationen, das hatten wir halt zuletzt. Im letzten Stream, es gibt halt, wir wohnen hier im Urwald und dementsprechend gibt es hier durchaus auch, oh, hier oben gibt es noch was zu essen. Das ist natürlich auch fantastisch. Und vor allen Dingen auch noch so ein Ding. Und noch zwei Mörser. Das, hopsi, ne? Sollen wir mal einsammeln vielleicht. Wir leben hier im Urwald. Dementsprechend gibt es ja dann durchaus öfter mal ein paar Panther. Und das führt zu ulkigen Situationen, dass die teilweise Hunger bekommen und dann uns jagen, uns fressen wollen, unsere Leute. Und unsere Leute dürfen dann nicht auf den Panther schießen, weil das ein heiliges Tier ist. Also sprich, wenn ich da nicht aufpasse, dann muss ich... Ne, der Panther hat dann in Anführungszeichen das Recht, einen unserer Kolonisten zu fressen. Und ich kann daran nichts ändern. Also dementsprechend, das ist halt, naja, schwierig in solchen Situationen mit den heiligen Tieren. Dark Greywolf, danke dir für dein Follow, dankeschön. Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Auf die eine oder andere Art und Weise kriegst du dann trotzdem hin, die ganzen Tiere dann irgendwie umzubringen. Wir haben zum Beispiel eine ganze Herde von Kampfelefanten. Na, die haben wir allesamt trainiert, die kämpfen für uns. Und ich kann euch so viel sagen, die Elefanten, die haben ordentlich Wumms dahinter. Ne? Wenn die zuhauen mit ihren Stoßzähnen, dann wächst kein Gras mehr. Aber ja, das ist halt Rimworld. Das ist halt sehr absurd teilweise. Aber dadurch auch sehr lustig. So. Schaffen wir das, dass wir hier oben mal ein bisschen was von dem Essen noch einsammeln, bevor das verrottet? Weil ich habe das Gefühl, die Schweine essen auch schon ordentlich von diesen Überlebensrationen. Machen wir mal das hier und vielleicht das hier noch. Ja, die Mörser würde ich natürlich auch gerne einsammeln. Und vor allen Dingen natürlich das Ding hier, ne? Kannst du doch gerade mitnehmen, Schachtels. Nimm dir doch direkt mal hier sowas mit, am besten das hier. Schaut euch nicht so sehr die Leiche an. Hat er natürlich trotzdem gemacht, ne? So. Die Mörser bauen wir dann, wie gesagt, neu auf. Die kommen bei uns in unser eigenes Mörser-Arsenal. Das ist bisher noch hier unten aufgesetzt. Kommt noch eine Mauer dazwischen, zur Sicherheit. Können auch das hier nochmal eins weiter ranrücken. So. So, viel Spaß euch. Ich schau später nochmal rein. Macht das, Frankie. Muss ich mal kurz räuspern, eine Sekunde. Gott, meine Stimme, ne? Gestern wieder einen Tag nicht gestreamt und sofort, meine Stimmbänder denken sich sofort wieder, ja, jetzt ist Urlaub angesagt. Urlaub gibt's ja nicht. Bling, ein neuer Rekrut. Oh, nice. Der Nightboard ist endlich Teil unserer Kolonie. Eben noch drüber gesprochen. So, das heißt, Nightboard, du bekommst natürlich erstmal deine ganzen Zuweisungen. Kannst du da ein schönes Bettchen suchen, wenn noch ein, zwei ist? Wahrscheinlich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Wo bist du denn hier, Nightbot? Bin ich blind? Hier ist er, der Nightbot.
Ich war blind, ja. Also gejagt wird bei uns nicht, ne? Wie gesagt, Tiere haben dieselben Rechte wie Menschen und dementsprechend ein Tier zu töten ist Mord. So ist es nun mal. Das heißt, du darfst bauen. Ja, du bist ein guter Baumeister. Ansonsten darfst du ein bisschen, weiß ich gar nicht, was haben wir denn hier noch für dich? Tierpflege nehmen wir raus. Du darfst noch ein bisschen handwerklich tätig werden. Du könntest mal vielleicht schmieden. Weiß egal. Kann im Notfall auch ein bisschen aufräumen. Es wird auf jeden Fall ein Nahkämpfer werden. Er bekommt unser Monoschwert, unser Monoschwert mit Tötungsfokus. Und dann darf er die ganzen Leichen wegräumen. Dementsprechend werden wir bei ihm Tragetätigkeit auch mal auf 3 lassen und Reinigen auf 4. Und dann muss ich jetzt mal hier hinten reingehen. Der wird jetzt hauptsächlich dann Leichen verbrennen. Das wird seine Hauptaufgabe sein. Er ist, wie gesagt, blutrünstig. Dementsprechend macht ihm das nichts aus. Leichen einäschern, da ist es. So. Ach du heilige Mann. Ist es das hier? Das stelle ich mal auf 1. Leichen einäschern und wahrscheinlich auch Leichen wegtragen. Das steht auch auf 1. Das wird er als allererstes machen. Ja. Leichen entkleiden, meinetwegen, kannst du auch machen. Er wird auf jeden Fall alle Arbeit mit Leichen machen. Das ist quasi unser Totengräber. Dementsprechend nehmen wir bei ihm das Bauen auf 2. Und wie gesagt, das ganze Leichentragen auf 1. Na, das liegt wie gesagt daran, er ist blutrünstig und er ist Psychopath. Also das heißt, es macht ihm nichts aus, wenn er Leichen sieht. Allen anderen schon. Dementsprechend ist er auch noch ein schneller Gier. Also ist quasi ideal. Na, und wie gesagt, er ist wahrscheinlich auch Nahkämpfer. Definitiv sogar. Das heißt, Nightbot, du kommst nach hier vorne. Da sind all meine Nahkämpfer. Und dann darfst du dir direkt ein schönes Monoschwert aussuchen, was wir noch irgendwo hier auf Lager liegen haben. Wo ist es denn hingekommen? Ich dachte nur, das hat jemand kaputt gemacht. Nee, hier unten liegt das. Ordnungsbewahrer, Persona, Monoschwert. Tötungsfreudig ist es. Dementsprechend, die Person dieser Waffe liebt das Töten. Wenn diese Waffe jemanden tötet, wird ihre Freude mental auf den Träger übertragen und dessen Stimmung für ein paar Tage verbessert. Der Nightbot hat den großen Vorteil, der ist blutrünstig. Dementsprechend hat er von Natur aus eine sehr große Freude daran, Menschen zu töten. Es ist halt ein Psychopath. Und wenn ich dem jetzt auch noch die Waffe gebe, dann kriegt er quasi noch, dann macht ihm das noch mehr Freude. Dementsprechend ist er da noch psychopathischer und genau das brauche ich natürlich an meiner Front. Ne? Wenn der noch eine gute Rüstung hat, dann wird er alles niederschlitzen. So, genau. Let's go. Dann wird er alles niederschlitzen und das ist genau das, was ich brauche. Denn die Feinde haben das nicht anders verdient. Fantastisch. Dallas, grüß dich. Moin, moin. Urlaub ist was für Anfänger, du sagst sowas, ja. Irgendwie ein seltsames Spiel. Och, das ist noch gar nichts, Dark Grey Wolf. Also du kannst hier theoretisch sehen, ich habe ja eben gesagt, wir haben Gefangene, ne? Den können wir Organe entnehmen und sowas. Du kannst auch Gefangene essen, ne? Es gibt auch Kannibalenstämme hier. Du kannst aus Menschenhaut dir zum Beispiel einen schönen Hut machen, ne? Oder du kannst auch Leute versklaven und dann in die Sklaverei verkaufen. Oder, keine Ahnung, du kannst Waffen produzieren, du kannst mit Menschen handeln, mit Drogen handeln, mit Sklaven, also ist dasselbe, und mit Waffen handeln. Du kannst auch ganze Stämme auslöschen, einfach weil die dir auf den Sack gehen. Das ist halt ein Sandbox-Spiel, du kannst halt alles machen, was du möchtest. Also ja, RimWorld ist definitiv moralisch gesehen zumindest fragwürdig. Aber du kannst natürlich auch einen Friede, Feuer, Eierkuchen-Run spielen, wo du alles lieb hast. Das ist halt eine harte Welt, in der wir hier leben. Ne? Musst du dich darauf einstellen, dass dich dann alle anderen ausnutzen und dann zusammenprügeln und dir dein Zeug klauen. Also entweder du machst schön mit den ganzen moralischen Abgründen, oder aber du lässt dich halt zusammenschießen. Das kannst du dir aussuchen. Nightbot an die Front. Hervorragendes Pulver für die Gegner. Nee, der Nightbot soll nicht verpulvert werden. Ein was für ein Run? Ein Friede-Feuer-Eierkuchen-Run. Helteran, grüß dich. Können wir auch mal machen. Das wäre tatsächlich so eine Idee. Es gibt hier auch Pazifisten, die können gar nicht kämpfen. Weder gegen Tiere noch gegen Menschen. Das könnte man auch mal machen. Das wäre sehr interessant, dass wir quasi Pazifisten haben, die sich dann... Das muss man aber ein bisschen mischen. Ne? Dann müssen wir uns auf der einen Seite Pazifisten reinholen und auf der anderen Seite irgendwie so eine richtige raubeinige Räubergruppe. Und meinetwegen können wir die ganzen Pazifisten dann versklaven. Das wär ein total cooler Run. Also stell dich mal vor, wir haben irgendwie so eine Kämpfer-Elite von 5, 6 richtig krassen Kriegern, die dann auch natürlich nicht arbeiten. Das sind alles Titelträger, das sind alles Psywirker. Und die haben dann so einen Haufen Pazifisten dann halt versklavt und die machen die ganzen Arbeiten für die. Das wäre doch lustig.
Ja, da bräuchte man, wie gesagt, das müsste man mit einer Mischung aus zwei Religionen machen. Baumschmuse reichen schon. So, töte Freude, töte mehr und noch mehr Freude. Alle tot, Zed Panda, ja. Er sorgt für seine eigene Kundschaft, ist so, ja. Dieses Schwert ist auch sehr, sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an Darkest Dungeon, ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, Rimworld kann auch sehr, sehr schön sein. In der Regel ist es halt so, du baust dir halt deine Kolonie auf und das dauert halt auch eine Weile, also du brauchst für Rimworld sehr viel Geduld. Und dann wachsen dir halt auch die verschiedenen Macken deiner Leute ans Herz, ne? Also jeder Run ist halt anders. Und bei jedem Run hast du, wie gesagt, bekommst du halt unterschiedliche Leute rein und irgendwann willst du die halt auch nicht mehr hergeben. Und das ist halt wirklich eine sehr brutale Welt. Und dementsprechend, du musst halt auch wirklich sehr fragwürdige und schwere Entscheidungen treffen auf moralischer Ebene. Und irgendwann denkst du dir halt einfach, es ist fürs größere Wohl oder es ist halt für deine Leute oder. Also, es ist schon sehr fragwürdig, aber das macht es halt so interessant, dass es halt moralisch halt so verwerflich ist. Und teilweise triffst du halt auch Entscheidungen gegen dein eigenes Gewissen, einfach für deine Leute, für die Kolonie. Weil ansonsten bricht halt die Kolonie zusammen und alle sterben. Das macht das halt so reizvoll. So, wir bauen hier neue Schlafräume auf, in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen mehr Platz haben für die zukünftigen Siedler. Gleichzeitig baue ich auch hier nochmal einen neuen Raum. Ich weiß noch gar nicht genau, was da rein soll. Das hier ist unser Ritualraum bisher. So, der Nightbot hat einen Wutanfall. Er wird wahllos auf Möbel und Gegenstände einschlagen. Das kannst du gerne machen. Na, schade, dass ich hier eine sehr, sehr effektive Waffe dafür gegeben habe. Das ist ein Monoschwert. Die macht aus dem ganzen Krempel hier Zahnstocher. Ja, der Nightbot, wie ihr seht, der hat gerade dem stecken Pups quer. Dementsprechend rastet er uns aus. Und ich kann ihn jetzt nicht mehr steuern. Ja, das ist halt dieses Bedürfnissystem. Ich werde sehr verbunden, wenn du nicht unsere Tiere freilässt, Nightbot. Also ich könnte den gerade festnehmen, aber dann wäre die Stimmung natürlich noch schlechter bei ihm. Deswegen lassen wir ihn jetzt einfach mal kurz wüten. Er ist halt ein Psychopath, er ist nicht ganz so ausgeglichen. Dementsprechend schlägt er jetzt alles kaputt. Aber solange der unsere Sachen kaputt schlägt und nicht unsere Leute kaputt schlägt, ist das in Ordnung. Das war gut, Nightbot, ne? Also die Zäune sind halt wirklich nur aus Pappe. Mann, was hier alles kaputt ist, Nightbot. Okay, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Alles gut. Super, ne? Gar kein Problem. Müssten jetzt vielleicht trotzdem mal ein paar Zäune reparieren. Immer zum Wohle der Kolonie. Warum hast du den automatischen Wiederaufbau aus? Weil die dann meistens auch die Fallen komplett wieder aufbauen. Und ich wollte ja zuletzt noch hier den Fallengang leeren. Na, den wollte ich ja ganz bewusst leer machen, damit wir den abreißen können. Ich habe das meistens aus. So, wir öffnen mal hier die Tür und apropos Fallengang, werden wir natürlich dann direkt mal den neuen Fallengang eröffnen. Heißt, wir nehmen diese ganze Mauer raus hier und vergrößern dann dementsprechend natürlich unsere Kolonie. Ich muss jetzt mal dringend schauen, dass wir hier unten mit dem Bauwerk beginnen. Da muss ich mal dringend schauen, dass es mal ein bisschen vorangeht hier. Sind aber auch schon dran. Da werden schon die ersten Fliesen verlegt. Leider ein bisschen wenig bisher. So, dürfte ich mal kurz einen von euch bitten, wie wäre es denn mit dir? Komm mal hier runter und mach mal die Tür auf, bitte. Da ansonsten funktioniert unsere Falle hier nicht. Kuchen Ronny, grüß dich. Typisch Spott, er hört nie was. Was? Er hört nie und macht alles kaputt. Richtig, genau. Ja, seht ihr schon, ne? Kira ist jetzt gedraftet worden, jetzt hier die ganzen Elefanten hinter sich her. Du kannst auf jeden Fall hier erstmal ein Stück Mauer rausnehmen, dann können wir nämlich auch direkt da dran. Da muss ich nicht immer so einen riesen Umweg gehen. Ich mache das mal kurz ein bisschen manuell, ich weiß, das ist lästig, aber dann kommen wir hier mal ein bisschen voran. Ich könnte theoretisch gesehen auch die Mauer aus Holz machen. Das würde dann wahrscheinlich auch gehen, so viel Holz, wie wir jetzt hier gerade rumliegen haben. Sehr schön, ne? Sofort geht es weiter.
Kalkstein würde tatsächlich auch gehen, ja. Da fehlt oben ein kleines Stück Mauer, wenn ich richtig gesehen habe. Das liegt daran, dass wir hier sehr viel Sumpf... das ist noch nicht angeschlossen. Also das hier ist noch nicht freigegeben. Hier grasen bisher nur die Tiere. Hier haben wir zuletzt ein bisschen übernommen. Also wir haben sehr, sehr viel von dem Krempel hier, von der Karte hier eingenommen. Als unsere Basis quasi eingemauert. Dementsprechend, das hier oben ist noch nicht freigegeben. Nur das hier ist schon freigegeben. Da müssten vielleicht auch nochmal ein paar Türen rein. Grüß dich, Kagato. Moin, moin. Das Dach? Oh, da ist noch ein Dach drüber, ne? Shit. Danke für den Hinweis. Ich vergesse das immer wieder, ey. Irgendwann erschlägt sich hier wirklich noch jemand. Wait, warum? Achso, das hier muss auch erst rausgenommen werden. Ich hoffe, das machen die das auch zuerst. Ja, machen sie wirklich zuerst. In der Teamarbeit sogar. Küken 3 läuft frei umher, das Tier wird die Karte früher oder später verlassen. Ja, ich hoffe, wir reparieren mal kurz die Zäune hier gleich. Oskar, bist du kurz so gut? Kannst du konstruieren? Gar nicht. Tali, du sollst Kunst machen, bitte. Wo ist denn jetzt eigentlich unsere pelzige Statue? Das ist sie. Die muss dringend aufgestellt werden. Pelzige Skulptur. Die stellen wir einfach mal hier rein. So, Setra, das kannst du mal kurz machen. Mal aufstellen, bitte. Nein, du sollst das Ding hier aufstellen. Und dann baust du mal kurz hier die Zäune. Inspirierte Rekrutierung von Jasmin. Haben wir noch einen Gefangenen zufällig? Nee, ne? Ich glaube, wir haben keinen Gefangenen mehr. Das ist schade. Aber macht nichts. So, jetzt ist der Zaun immer noch nicht gebaut worden. Willst du das kurz machen? Du kannst doch konstruieren, oder nicht? Nee, du sollst es... Oh, kein Bauarbeiter. Kannst du konstruieren? Kannst du auch nicht. So, eine Gauralan-Kapsel ist aufgekeimt. Fantastisch. Die können wir kurz einsammeln gehen. Nicht, dass ich von denen schon irgendwas angepflanzt habe oder gemacht habe. Hätte ich wahrscheinlich auch mal tun sollen. Hier oben können wir dann diese Gauralan-Kapseln einpflanzen. Marc, grüß dich. Guten Abend.